Ich grüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr da seid. Ich spreche heute nochmal mit dem Oliver. Oder Olli kurz, besser gesagt. Wir hatten bei unserem letzten Gespräch unter anderem auch das Thema Autismus und Psilocybin-Mikrodosierung. Da gab es eine große Resonanz auf diesen Teilbereich. Und deswegen wollten wir nochmal miteinander sprechen. Und deswegen keine langen Worte der Einleitung. Wir wollen einfach direkt reingehen. Grüß dich, Olli. Schön, dass du da bist. Ja, hallo mein Lieber und hallo alle Zuschauer da draußen. Ganz kurz von mir, vielen Dank für die echt großartige Resonanz auf das Gespräch. Ich weiß, da war eine Menge Informationen und ich bin mir oft selbst zu anstrengend. Ich gelobe Besserung für heute und es geht heute wirklich nur darum, dass das, wo viele und also mir, ich glaube dir, Flo, ja auch geschrieben haben, was so ein ganz besonderes Kernthema war, was beim letzten Mal zur Sprache kam, leider viel zu kurz und deswegen sind wir heute hier. Das ist Mikrodosierung und besonders Mikrodosierung bei Kindern mit sogenanntem Autismus-Spektrum. Ich mag diesen Begriff Autismus nicht, weil es so einen Stempel abliefert für eine Krankheit, die man ja loswerden muss. Und ja. Kannst du ganz kurz sagen, Spektrum, was meinst du damit, die Abstufung oder? Ja, wir hatten das ja gerade schon. Ja. Also ne, grundsätzlich so, viele Menschen haben autistische Züge, ja, wenn sie an bestimmten Situationen eine Neurose oder neuroseähnliche Reaktion drauf haben. Wenn ich in einer großen Gruppe von Menschen bin, geht gar nicht so. Dann tut meinem Hirn nicht gut und dann kriege ich Reaktionen darauf. Ein Freund Ferris von mir, der kann sich Informationen in einer Riesenmenge wegfrühstücken und auch wiedergeben, macht es aber in einer Art und Weise, wie es vielleicht auch nicht gesund ist, was YouTube oder sonst irgendwie das angeht. Und da erkennt man auch so diese Züge. Und ich habe das ja eben schon gesagt, also ne, das sind so Züge, die man hat. Und je mehr von diesen, sagen wir mal, Zügen, die man dann gehäuft auftritt, ne, also ich würde das ganze Autismus-Spektrum nennen, ganz einfach. Wenn man das Autismus nennt, dann kommt viel leichter die Idee auf, so, okay, ich habe Autismus, ne, wie kann ich das loswerden? Ne? Oder das ist eine schwerwiegende Krankheit oder, ja, weil dadurch verliert man ein bisschen den Bezug dazu und das Vertrauen dazu, dass das, was da passiert, nur nach dem Wertmaßstab unserer Gesellschaft nicht richtig ist. Und dass vielleicht diese Kinder, es gibt ja viele von solchen, ne, Trisomie 21, ist ja auch sowas. Was wissen wir schon, was für eine Freude, ich meine, oft sieht man es bei den Kindern, ja, was für eine Freude die am Leben haben, nur weil wir von außen betrachten, okay, das und das und das ist nicht möglich. Unsere Gesellschaft fußt ja darauf, dass man funktioniert, dass alles nach geordneten Vorstellungen zu verlaufen hat und das grenzt unsere Gesellschaft sofort hart aus. Ja, aus dem Blickwinkel der gesellschaftlichen Normen gilt natürlich dann so ein Kind als verhaltensgestört oder autistisch, wie man es dann benennt. Aber das Interessante ist ja, dass Mikrodosierung von Psilocin, beziehungsweise eben, dass der Wirkstoff des Pilzes, des psilocybinhaltigen Pilzes oder mehrerer Arten und Gattungen, die es da gibt, dass dort wirklich signifikante Veränderungen und Verbesserungen sichtbar wurden. Und das ist doch für jedes Kind, das man da wieder zurückholt, in Anführungszeichen, obwohl du ja gerade sagtest, die mögen in ihrer Welt sogar glücklich sein, aber es ist natürlich für die Eltern eine Belastung. Und was gibt es da zu berichten, was eben diese Mikrodosierung macht, oder weiß man da überhaupt schon, wie das funktionieren könnte? Das ist natürlich ein großes Rätsel, aber wer heilt, hat recht, sagt man ja auch. Also die Menschen, die sich das getraut haben, da hört man oft von erfolgreichen Behandlungen.
Ja, wobei ich das Wort Verhandlung auch Ja, wieder nicht benutze. Entschuldigung. Alles gut, alles gut. Ich nenne Das ist es mein Unterstützung. Standardwortschatz. Ja, natürlich, aber ich nenne es Unterstützung halt. Ne? Ja. Wir schreiben da, also wir haben jetzt im Anschluss an unser Video, aber vorher halt auch schon. Und das finde ich, das habe ich letztes Mal schon gesagt, finde ich ganz interessant, dass das Leben das so einrichtet. Da kommt diese BIMF daher, ne? Und wir sind alle, also es nimmt ja vermehrt zu und es gibt ja Hintergründe dazu, dass in diesen Stoffen, die da reinge, ne, dass da vielleicht, ne, das mit dem Autismus zusammenhängt, Spektrum, was so die letzten Jahre irgendwie gehäuft aufgetreten ist, vor allem in Amerika, wo das mit mehreren Impfungen im Monat, im Jahr ja dann bis oder im Lebensalter eines Kindes, ja, das gehäuft war und das dann alles extrem zugenommen hat. So die Verbindung dazu ist irgendwie schon geknüpft. Und dann Absolut. Das wäre haben eigentlich wir nochmal wieder, eine ne? Ja. extra Baustelle für eine andere Sendung, aber gut, Ja, dass du es ja. mal erwähnt hast, dass es Ja. dadurch ernstzunehmende Ursachenforschung gibt Ja, im auf jeden Zusammenhang. Fall. Also, ne? Da gibt es ne, mittlerweile auch Studien zu und so weiter. Fazit ist aber auf jeden Fall, weißt, das Leben hat auf der einen Seite kommt halt jetzt sowas vermehrt ne, in das öffentliche Interesse. Ne, und dann gleichzeitig kommt sowas mit diesem Mikrodosierung als Anwendung jetzt auf. Ich habe das früher nicht gehabt und ich habe natürlich über die Jahre Menschen gehabt, die gesagt haben, es war so ein bisschen so ein Hype-Train-Microdosing, ja. Haben wir auch drüber gesprochen. Ich glaube, du hattest da so eher so ein, ja, ich weiß nicht, Einstellung zu. Und ich habe die eigentlich auch. Aber Ja, ich hab natürlich auch erste Hand Erlebnisse, ne? Anders als du vielleicht, weil du ja nicht so auf den Pilzen hockst und es. ja, da muss man differenzieren. Ich habe meine negative Bewertung ist eher so für die Menschen, die das machen, um in der Geschäftswelt besser Ja, funktionieren zu okay, können. alles gut. Das ist nicht so mein Ding. Aber wenn es um Heilung geht, Ja. jederzeit, ja. Ja. Also, nee, dann ist okay. Also, was ich meine, ist halt, es ist schon ein Hype-Train, genauso wie dieses Psychedelic Renaissance, weil ich letztes Mal ja schon so ein bisschen angesprochen hatte, dass das viel gepusht wird und irgendwie die neueste Möhre vor der Nase ist, ne, die den Menschen hier so spirituell Happiness-Zeitungen ankommen, ne, und Bewusstsein freisetzen und sowas halt alles. Und da rein kommt ja auch Psychedelics-Zeugs und eben auch Microdosing. So, und das hatte ich halt auch. Und ich habe aber auch Menschen gehabt, die so sturzdepressiv, austherapiert, heilungsresistent, was auch immer sind. Und die machen das und 50 Milligramm von den Pilzen am Tag, bums, ne, über 2 Wochen. Und die fangen an, wieder Dinge anzufassen, positiveres Gedankenkino zu bekommen und, und. Also, ne, mir persönlich hat es nicht so viel weitergeholfen, aber was weiß ich schon. Ne? Es ist halt auch immer sehr schwierig und mein Gehirn wartet halt auch drauf, kommt da was? Ne? Muss ja eine Reaktion haben, deswegen trinke ich auch einen Kaffee, damit der danach so einen Koffeinschub gibt und so. Gell? Aber Menschen, die da jetzt so gar nichts mit zu tun haben und wirklich echt austherapiert sind und SSRIs und das ganze Programm durchhaben, bei denen setzt dann plötzlich Mikrodosierung so richtig gut ein. Interessanterweise hatte ich jetzt auch 2 Eltern von einem autistischen Kind oder ne, Autismus-Spektrum, was auch immer, ja, die mir geschrieben haben und die haben das selbst halt auch, weil wohl das andere Kind auch, ich sag mal, anstrengend ist oder schwerwiegendere Sachen vorliegen, sind die auch so ein bisschen gegen die Wand gefahren und ne, brauchten vielleicht einfach mal so einen Rutsch in den Rücken und haben dann, weil ich was mehr geschickt hatte, halt, ne, auch selbst angewendet, mit unglaublichen Ergebnissen, zumindest das, was mir jetzt erzählt wurde gerade. Und also ne, Mikrodosierung wirkt dann, wenn, ja, wenn alles passt, ja, im Endeffekt, wenn das Leben es für richtig hält, aber ne, wenn, ja, ich meine, wenn alles, Punkt, ne, wenn alles passt so und nicht generell und nicht auf Knopfdruck und nicht um ne, die Businessmen noch bissniger zu machen, noch bissiger zu machen, sowas. Und ja, und Teil davon ne, ist halt, dass jetzt so Eltern mir schreiben, hör mal, ich habe das gelesen, also irgendwo im Internet steht das schon, ne, Autismus, Natürlich. Suizidin und so. Ja, mir war es nicht bekannt und ich habe auch so nichts davon gewusst und ich weiß jetzt auch nicht, ne, ob das so viel vorkommt, ne.
Aber ja, mir war Die es neu. Frage wäre, ob diejenigen, die Ja. es ausprobieren und keinen Erfolg haben oder wo es nichts bewirkt, ob die das dann auch schreiben oder ob das ein bisschen ein nicht repräsentatives Bild ist, was man liest. Also, Aber ein Hinweis noch, ja. dass es ein Ja. ungefährliches Mittel ist, vor allen Dingen in der Dosierung. Also das nur mal Ja, nebenbei. natürlich. Er Ja, ist da kommt schon absolut was drauf. Ja. ungiftig und Ja, absolut natürlich. harmlos. Ja. Natürlich. Das hat auch keine direkte Wirkung. Das ist auch der Sinn von Mikrodosierung. Ne? Das Mikro. ist Nicht? die Das darf nicht. Definition Das darf ist. nicht Mini oder Midi oder Low, ne? Das ist dann alles schon Wirkung. Also wer eine Mikrodosierung nimmt und danach was merkt, hat zu viel genommen, ganz einfach. Natürlich, Und ganz das einfach. muss man dann auch anpassen. Aber wenn du mit Dosierungen von 50 Milligramm anfängst, und ich rede jetzt nicht von dem, was du im Smart Shop in Holland dir selbst bestellen könntest, es ist natürlich schon ein Unterschied, wenn man Pilzarten anwendet, die da eine zwei-, drei-, vierfache Potenz hätten, die natürlich in der Natur wachsen, wie auch immer die dann in der Tasche landen natürlich. Aber es ist immer eine Dosisfrage, ganz klar. Und diese Mengen sind völlig ungefähr, also absolut gesundheitlich komplett unbedenklich. Genau. Wobei ich natürlich nicht und auch du nicht dazu aufrufe, irgendetwas in Nein. seinen Körper reinzuwerfen. Das Nein. dürfen wir gar nicht, ja? Genau, das wollen wir nochmal klar sagen. Aber wir haben halt mitbekommen, es gibt Eltern, die aufgrund dieser vielen positiven Berichte und der fehlgeschlagenen Versuche bisheriger Therapien sich diesen Schritt getraut haben und dann über wirklich erstaunliche Veränderungen berichtet haben. Und das ist es, worüber wir sprechen, beziehungsweise was das so wichtig macht, weil das ein sehr großes Heilungspotenzial hat Ja. oder ein ja, Förderungspotenzial. ja, einen guten Aber Dienst tut. Ja? ja. Und das würde sich nicht so herumsprechen, wenn da jetzt gar nichts dran wäre. Warum sollten die Eltern jetzt dir irgendeine Geschichte erfinden? Also ich ist bei mir so, ja, ich kann ja mal kurz erzählen. Es war Bitte. vor einem Jahr, da hat mir einen Vater geschrieben, das hatte ich auch schon kurz erwähnt, und der Junge konnte wohl wirklich nichts. Der war damals 7 Jahre alt und der konnte wirklich gar nichts. Also wir reden hier von keine Zähne putzen, nicht auf Toilette gehen selber, hat niemanden angesprochen, kein Wort gesprochen, also mit 7 Jahren noch kein Wort artikuliert wahrscheinlich gesprochen. Und verrückterweise, wir haben halt drüber gesprochen, er hat mich gefragt und ich habe halt dann, natürlich kann ich nicht sagen, ja klar, schicke ich dir was, bla 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 und so. Muss natürlich schon mich da reintasten, das verantwortungsbewusst aufziehen. Das muss ja immer eine Frage sein. Ne? Wichtig ist, dass ich eine Hintergrundinformation bekomme, dass ich genau weiß, so was kann ich hier verantwortungsbewusst handeln. Und nichts. Also, ne, auf gar keinen Fall irgendein Risiko eingehen oder leichtfertig die Sache angehen. So, und dann habe ich mir die Information, hab ich der, hatte mir die Information gegeben, was ganz lustig war, weil wir Sprachbarriere hatten und er dann mit Google Translator gearbeitet hat, um zu kommunizieren, was gut geklappt hat und auch zwischen den Zeilen sehr viel Menschlichkeit transportiert hat. Und dann habe ich ihm dann halt gesagt, okay, versuchen wir es mal. Und in dem Augenblick, wo er mit seiner Frau dann gesagt hat, okay, wir versuchen das, haben sich schon die ersten kleinen Veränderungen gezeigt beim Jungen. Also, ne, ohne dass er was genommen hat. Ja, also Energie, alles ist Energie und Energie ist das, ne, wir sind Energie und ja, es ist unfassbar so. Aber natürlich jetzt nichts Großes. Ja, ich glaube, er hat sein erstes Wort gesprochen gehabt. Und ja, dann haben sie angefangen und nach 13, 14 Tagen hat er mir geschrieben, er kann es nicht glauben. Und dann eine ganze Liste von Dingen, die plötzlich das erste Mal passiert sind, ne, bei einem 7 Jahre alten Kind. Das erste Mal so. Und das hat dann so stark zugenommen. Und er hat natürlich, erwarte ich das oder rate ich das an, dass ein Protokoll geführt wird. Ich erwarte nicht, dass man das mit mir teilt, aber es ist natürlich im Interesse der Eltern, dass das in meine Hände gerät. Ich habe einen Freund, den Ferris, den ich eben erwähnt habe, der ist Psychologe und ne, also auch mit Master und allem. Und der wird das mit mir auswerten, wenn es soweit ist. Und es ist ganz wichtig, dass das auch schriftlich festgehalten wird. Und deswegen frage ich natürlich, kann es nicht erwarten, aber frage ich dann, dass die Eltern, die dann ein Journal führen, ja, also ein Protokoll,
das dann mit mir teilen, zumindest für sich selbst führen, damit sie genau sehen, was da für eine Entwicklung ist. Und die Entwicklung, ohne dass ich das jetzt vorlesen muss, ja, ist so unglaublich, dass nicht nur alle gravierenden Punkte bei dem Jungen, also Kontaktlosigkeit, nicht sprechen, nicht selbsttätig Aufgaben übernehmen, ne? Also Toilettengang, Zähne putzen, so eine Sachen, aber auch das grundsätzliche Interesse am Teilnehmen dieser Realität, nenne ich das jetzt mal. Ja, wenn man sagt, ne, am Teilnehmen dieses Lebens oder des Lebens, da sind wir wieder in Definitionsschwierigkeiten, aber die Teilnehmen in unserer Gesellschaft, in unserer Realität, erleichtern so und das Interesse halt wecken. Und das ist das, wo ich sage, ne, das Leben unterstützt hier. Weil es gibt ihm den Anschub, ne, es vielleicht doch mal mit den Menschen zu versuchen. Und kann man also die alle bei diese Tätigkeiten, ne? Also diese ja. Tätigkeiten, die er vorher nicht in der Lage war zu tun, ja. Die haben sich geändert. Plus, ne? Ja, genau. Also ne, auf der einen Seite sage ich ja, ne, dann ist er selbst auf Toilette, Zähne geputzt selber, sich angezogen selber, ne, auch Interesse daran gehabt, wie macht der Papa das? Ne, das war das, was er mir berichtet hat, der Vater. Und aber, ne, also diese Dinge halt, oder Kontaktaufnahme, im Bus fremde Menschen ansprechen, was früher gar kein Wort gesprochen und dann plötzlich sogar auch auf andere Menschen zugehen, nicht nur familiär. Und nicht nur das, aber auch das Interesse daran, wie geht das und Fragen stellen und mehr ins Spiel eintauchen mit dem Spiel, was er spielt, die verschiedenen Spiele, die er spielt, wo vorher, ne, er war einfach interessenlos an dieser Realität. Und das alles ist zurück. Und weil du es irgendwann mal eben angesprochen hast, was kann dahinter, ist die Grundlage dahinter, warum ist das so? Warum ist das so extrem wirksam? Warum gibt es diese Veränderung? Da kannst du natürlich nur vermuten, weil das ist nicht groß erforscht. Selbst ne, Autismus ist ja auch, oder sämtliche Spektren dazu, ja, sind ja auch nicht so erforscht. Und ich kann mir vorstellen, weil ja die Gehirnchemie auf dem Serotonin basiert, als Neurotransmitter zwischen den Nervenzellen, also die elektrischen Reize werden in chemische Reize übertragen durch das Serotonin an den Synapsenendknöpfchen und dass dort, weil das Psilocin dem so ident ist und auch dem DMT, was im System ja selbst endogen produziert wird, dass das halt deswegen, also es ist quasi der richtige Schlüssel, der da passt und dass durch dieses Mikrodosieren ein Pegel im Blut aufgebaut wird, der die eigene Neurochemie anregt, mehr zu produzieren, aber zumindest, solange das nicht der Fall ist, die Verknüpfungen besser herstellt und somit halt das Potenzial dieser Kinder, was das Denken angeht, mehr entfaltet. Ne? Immer wie gesagt unter der Prämisse, ich denke nicht, also ne, die Grundlage, ich denke, also bin ich, ist hier nicht Gott. Ne? Gott ist, dass es ist, wie es ist. Und nur weil wir in der Welt des ich denke, also bin ich leben, setzt das nicht voraus, dass da irgendeine Defizite vorliegen. Aber klar, ne, ich meine, die Eltern sind natürlich besorgt und hätten natürlich gern Interaktion mit ihren Kindern. Und ich bin da deswegen, ich meine, ich möchte da niemanden angreifen, ja, weil ich, meine drei Kinder rennen rum und von Instagram mal ab, sind die ganz gesund, ne, also ich bin wirklich gesegnet, was das angeht und möchte da niemanden absprechen, dass das für eine schwerwiegende Folgen hat. Ich kann aber auch sagen, nochmal vom Beispiel meines Nachbarns, die ein behindertes Kind haben, wie viel die das in den Moment bringt und wie viel die mehr Ruhe haben, als ich das bei anderen sehe und auch bei mir und wie viel Vertrauen ins Leben und wie viel, also klar, ne, am Anfang ist da so eine Hürde, die das Leben aufbaut mit so einer Situation, aber dieses wenn du mal oben ankommst, ja, was da für ein Fluss sich freisetzt, mit dem Leben zu sein, im Einklang, ne, sich hinzugeben. Es ist ja alles ein großes ne, mit dem Kopf gegen die Wand und irgendwann reicht es dann auch und wir nehmen die Tür. Und da sind wir ja im Augenblick alle so ein bisschen drin in dem großen Boot des, ja, des Erkennens. Ja, war schon wieder so ein langer Schwall, aber
Ich füge Es einfach mal ist kurz eine Nebenbemerkung ein, so als ja. Randbemerkung, weil wir sprechen ja über Mikrodosierung. Das ist ja, wie wir gerade sagten, per Definition unterhalb der Wirkungswahrnehmung. Und es gibt ja aber auch psycholytische oder psychotherapeutische Sitzungen mit Psilocybin, auch wenn es nur ganz, ganz wenige gibt, die das legal machen dürfen. Aber auch da gibt es ja große Erfolge zu verzeichnen, zum Beispiel was Alkoholabhängigkeiten angeht, wo die Rückfallquote wesentlich geringer ist als bei allen anderen Therapieformen. Also Psilocin und Psilocybin sagt man meistens, aber Psilocin ist eigentlich der Wirkstoff, ist kein Unbekannter. Nee. Auch in der Psycholyse, Psychoanalyse, als auch jetzt bei Autismus spricht man ja eher, das sind, wie sagt man, neurodegenerativ oder ist auf jeden Fall was anderes als jetzt eine Alkoholabhängigkeit bei einem Erwachsenen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen, aber es ist derselbe Wirkstoff, der halt dann in einer anderen Dosierung aber auch eine Wirkung tut. Nur es ist kein, also das Kind hat keine Wirkung in dem Sinne, dass sie jetzt, ne, dass da irgendeine eine Prozessierung stattfindet. Beim Erwachsenen, der wegen Alkoholismus eine Psilocybin-Sitzung macht, der hat ja starke Durchwälzungen und wird durchgeschüttelt und das ist ein transformativer Prozess. Das ist ein ganz anderer Ansatz, natürlich. Komplett andere Baustelle. Ja. Und genau. Das ist ja auch das Verrückte, weil es eigentlich so eine geringe Dosierung ist. Aber ich sage ja, ich glaube, es liegt daran, weil auf der einen Seite ein Pegel aufgebaut wird, der dann direkt unterstützend in den Neurotransmittern die Verbindungen herstellt, an den Schnittstellen, aber eben auch die eigene Produktion anregt. Weil natürlich, steigen wir wieder ein, wie läuft das? Ja? Natürlich, also ich schlage dann vor, das in Blöcken zu machen. Oder, ne? Ist natürlich so, wenn ich das weitergebe, dann möchte ich auch die Anweisung geben, wie es zu tun ist. In der allgemeinen Microdosing-Welt gibt es halt verschiedene Vorstellungen. Ne? Alle 3 Tage eine Dosis, die wirkt, ja, halte ich eben nicht für Microdosing, das ist was völlig anderes. Ich halte es damit, jeden Tag eine Dosis, die ganz tief unten liegt, wo gar keine direkte Wirkung zu verspüren ist. Es ist natürlich schwierig, bei einem 6-Jährigen zu sehen, ob eine direkte Wirkung da ist. Ich sage den Eltern dann, sie sollen ganz genau beobachten, ob es sofortige Verhaltensänderungen gibt, direkt nach der Einnahme, halbe bis eine Stunde, und dann definitiv auch die Dosis 10 Milligramm verringern. Ne, aber selbst nur auch da nochmal bitte. Selbst eine Dosis, die dann eine kleine Wirkung hat, ja, die ist nicht toxisch, die ist nicht gefährlich, das ist nicht Kindern Drogen geben oder irgend sowas. Ja, also bitte, das darf man nicht verkennen. Bitte, das hat ist nichts ganz, mit ganz all diesen wichtig. Vorstellungen zu tun. Und nochmal, ja, ich sage nicht, tut das. Es gab nur Situationen, wo ich danach gefragt wurde und wo, ne, darüber reden wir gerade so. Und es ist schon traurig, wie stark man sich rechtfertigen muss, ja, weil es natürlich ja, ja, verteufelt wird. Absichern, muss ich, glaube ich, sagen. Ja. Ich meine, Nein, du hast absolut. Gewisse, Es ist nur die Klarstellung dessen, worüber sprechen wir hier. Ja, du hast Liebe halt eine Leute, schaut Reichweite und euch. normal rede ich mit so einer Reichweite nicht über sowas, ja. Weil klar, ne, aber wichtig ist, ja, dass das ist nicht hier die goldene Pille auch und so. Ne? Das ist ja grundsätzlich das, was in dieser ESO-Welt oder in dieser Psychedelic Renaissance-Welt ja auch gerne oben dran gehalten wird. Ne? Rauch 5 mehr und du bist alle Probleme los. Hat auch Hunter Biden geholfen. Ne? Ist ja wohl Unsinn. Ne? Nein, Also, das ist, glaube ich. Ja, aber ich komme ab hier vom Thema. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es tatsächlich so ist, dass sich ein Spiegel aufbaut, weil ich den Eltern natürlich sage oder den Menschen sage, ja, wenn man, ne, du machst einen Block 3 Monate jeden Tag und dann unbedingt 1 Monat Pause. Ja, also ein Block umfasst 90 Tage, 3 Monate ungefähr, und dann aber wirklich 1 Monat gar nicht, mindestens. Weil sonst hängt man auch schnell in diesem, ich brauche das jetzt, Ding. Und es ist ganz wichtig zu sehen, was bleibt übrig. Und Genau, da was kann hat ich sich, auch ist es eine. sagen, ja, also es ist nicht das komplette Spektrum da an Wirkung, die während der Einnahme aufgekommen ist. Und natürlich sind die Veränderungen am Anfang viel größer, ist ja Logo. Ne? Die Veränderungen später sind mehr so sich festsetzende und stabilisierende Eigenschaften der Veränderung und auch Nuancen davon und so. Also, ne, es gibt einen starken Schwall am Anfang an Veränderungen, und das
etabliert sich, sagen wir mal. Und da haben wir auch beobachtet, dass in den Monaten, wo dann Pause war, gewisse Dinge auch dann wieder ein wenig zurückgehen, aber im Kern halt immer wieder, ne, mit jedem Schub, also ich glaube, der ist jetzt im dritten Block, ja, mit jedem Block gibt es wieder Schübe, die das tiefer manifestieren und die Entwicklung fördern. Ich glaube, Entwicklung fördern ist ein super Ausdruck dafür. Und das ist halt was, ne, wo ich dann auch sehe, ich schaffe hier keine Abhängigkeiten, sondern der Körper selbst nimmt diese Unterstützung, dieses unter den Arm greifen gerne entgegen, hat aber alle Qualitäten, es selbst zu übernehmen ab einem bestimmten Punkt. Und das ist ganz wichtig auch, ne? Weil also ich habe in meinen ganzen Jahren, die ich das mache, 30 fast, gell, Pilz-Olli und so, also Pilze sind wirklich das Ding, ne? Das hatten wir das letzte Mal schon, habe ich noch nie sowas durchschlagend Unfassbares, Gänsehaut, Tränen in den Augen, Schaffendes, wie diese Veränderungen mitbekommen, die mir da zugetragen werden. Und es nimmt zu, wie gesagt, als Resonanz auf unser Video das letzte Mal, kamen dann Anfragen und ein Teil ist dieses Video heute auch dafür gedacht, ne, diesen Menschen halt zu, ne, diese Erstinformation zu geben, die ich natürlich als Antwort auf so eine E-Mail dann auch schreibe oder meist aufspreche in einem Audio, wo ich einfach jetzt, ne, wo ihr schon mal Bescheid wisst, ja, also schreibt mir bitte gerne, ne, kannst ja dieses Mal die Homepage mit reingeben in die Beschreibung. Und bitte aber beschreibt euch, ja, beschreibt ruhig, wo seid ihr, was ist los, und bitte gebt mir auch ein bisschen eine Rückmeldung darüber, wie ihr zum Leben steht, ob ihr erkennt, dass das hier nicht der Fluch Montezumas oder ne, des Teufels ist oder was auch immer, ja, sondern ein Geschenk Gottes, eine Erkenntnis zu gewinnen, die vielleicht nicht auf Facebook zu lesen ist, aber eben, ne, ja. Also es, klar, es, ich weiß, und es ist wirklich, ich will da nicht hier großmaulig sagen, alles, ne, alles ein Geschenk Gottes und so, und völlig übergehen, was das für euch heißt. Aber ich möchte nochmal daran erinnern, Gott macht keine Fehler. Das Leben ist nicht fehlerbehaftet. Fehler sind gedankliche Beurteilungen dessen, was eigentlich im Kern immer und immer und immer und immer Liebe ist. Und ja, deswegen ganz wichtig, ne, wo steht ihr im Leben? Schreibt mir das bitte schon, im ersten Brief gerne auch. Genau, eine natürliche Beziehung zur Natur beinhaltet ja auch die Erkenntnis, dass solche Pflanzen und Pilze sind jetzt eine Extragattung, nicht umsonst gibt. Und ich würde noch gern fragen wollen, diese Beschreibung, die du eben gebracht hast, ist das, wo ist das einzuordnen? Ist das repräsentativ oder gab es noch spektakulärere oder war das das Spektakulärste und gab es auch welche, wo sich gar nichts verändert hat? Was ist so deine so die Erfahrung dabei? Das ist schön, dass du das fragst, weil das hatte ich natürlich jetzt gerade aus dem Fokus verloren. Ich habe noch ein paar andere Eltern gehabt. Natürlich sind Eltern ja verknüpft, das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt. Und wenn solche Sachen vorliegen. Und dann haben ja andere Eltern geschrieben, die diesen Vater kannten. Und da waren die Kinder aber schon etwas älter. Älter heißt, der eine hatte 3 Kinder. Eins war, glaube ich, 9. Und die anderen beiden, waren 13, 14. Mädchen, Junge, und der Kleine war ein Junge. So. Und bei dem Kleinen war wieder eine recht starke Veränderung zu bemerken. Leider hat er mir nicht so ein schönes Protokoll geschrieben wie der erste Vater. Ne, wichtig ist, bin ja noch nicht so weit, das alles zusammenzutragen. Aber ne, das ist wirklich wichtig, ein Protokoll zu schreiben, das genauestens aufzulisten und halt auch dafür und dagegen zu halten und alles zu bemerken. Aber Fazit war halt, dass die älteren Kinder, dass es dort nicht so angeschlagen ist. Man muss auch ganz klar sagen, hatte jetzt zuletzt auch jemand, der mir als Resonanz auf unser Video geschrieben hat, da war es auch so, dass ein Kind eher, ich glaube, 13 war, ja. Das Problem, was sofort da ist, ja, du kannst es dem Kind nicht geben und nichts sagen. Das ist ja Logo, ne? Bei einem 6-Jährigen kannst du es noch auf eine gewisse Art und Weise verpacken, dass du nicht sagen musst, du, das sind Pilze, ja, das ist Psilocybin oder was. Aber bei einem heranwachsenden Kind ist ganz klar die Kommunikation das Wichtigste. Und das darf natürlich alles nur passieren, wenn dieser
junge Heranwachsende das wirklich machen möchte. Und eines von den Kindern hatte halt keine Lust mehr, dann auch jeden Morgen da dieses Ritual einzuhalten, das zu nehmen. Und dann war es dann auch gut. Dann war der, ne, da habe ich also auch mit dem Vater darüber gesprochen, dann ist dann auch gut hier. Ne? Vielleicht braucht er auch was ganz anderes, als was deine Vorstellung ist, weil er ist ja jetzt auch in einem Alter, wo er seinen eigenen Weg gehen muss. Und wir reden auch da natürlich von einem Spektrum des Autismus, da, ja, wo jetzt Toilettengang und sowas alles gar kein Problem war, ja, sondern vielmehr in der Schule anecken, ne, Schulschwierigkeiten, vieles, glaube ich, was so, ne, also bei mir gab es das noch nicht, aber ADHS passt ja mal wie die Faust aufs Auge bei mir. Und das kann man ja auch, das sind auch autistische Züge, wenn man so möchte. Ne, also quasi verhaltensauffällig. Ja. Früher hieß das Zappel, Philipp, heute ja, noch. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Ne, und, ich bin auch so einer, ja. Oder Klassenclown, das war dann. Ne? Aber das sind, ja, wie auch immer, das sind halt ganz andere Sachen, die bei den Kindern halt auch zugrunde lagen. Vielleicht hat es deswegen auch nicht so gescheppert, was die Reaktion darauf anging. Aber bei dem jungen Kind oder bei dem Kleinen ist es halt so, dass es schon sehr wirksam wieder ist. Und so hat sich rausfiltriert, dass die Zeit zwischen 6 und 12, darunter vom Alter hatte ich noch niemanden, dass in diesem Altersspektrum extrem viel Resonanz auf diese Unterstützung mit dem Psilocin im Organismus da ist. Während darüber das eher abnimmt, bis nicht mehr vorhanden ist. Beziehungsweise, ne, wie gesagt, bei Erwachsenen, wo die quasi in der Einbahnstraße angekommen sind, tut es ja auch. Also grundsätzlich würde es nicht ausschließen und ich würde auch trotzdem da, ne, es versuchen wollen oder anbieten, es zu versuchen. Wobei, wie gesagt, ganz wichtig ist, dass der junge Mensch es selber möchte. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch einfach mal sagen, das Wichtigste ist wirklich, dass in dem ganzen Prozess immer dem absoluten intuitiven Bauchgefühl getraut wird. Ja? Wenn da irgendwas die Haare aufstehen lässt, dann stimmt da was nicht und dann sollte dem nicht gefolgt werden. Das muss alles in absoluter Resonanz mit der Quelle, mit sich selbst, mit dem Inneren, ne? Mit der inneren Wahrheit, ja, mit, ne? In der Resonanz mit dem Leben sein. So. Weil sonst ne, kommt es vom Kopf und der Kopf will was verbessern. Ne? Und dann funktioniert es auch nicht. Ne? Weil ich sage ja, Gottes Wege sind unergründlich und es ist wirklich wichtig, dass das Ganze mit vollem Vertrauen, ne, und ja, mit ja, mit Vertrauen angegangen wird. Ich glaube, das ist, jetzt fange ich an mit Ja, nein, ich wollte nur sagen, das ist bestimmt für dich auch dann schwierig, weil du sagtest ja auch, bitte teilt euch auch mit, weil du musst ja auch ein Gefühl dafür bekommen, wie die Situation ist in der Familie wie, zum Beispiel, ja. Und was die Eltern, ja, wie sie zum Leben stehen und so weiter. Ja. Wir haben noch 5 Minuten, bevor die kostenlose Zoom-Version gewaltsam das Meeting beendet. Das ging ja schnell. Ich ja. werde mir aber jetzt doch endlich mal irgendeine Pro-Version zurecht kaufen, damit wir mal länger sprechen können. Vielleicht ist es ja ganz brave. Gut, aber brave, genau. Ja, ja. Aber wir haben das erwähnt und auch beschrieben und die Eltern tauschen sich auch untereinander dann aus, denke ich mal, oder da wird eventuell auch Kontakt hergestellt. Ich weiß nicht, wie jetzt. Ja, das war bei den Eltern, ne, von den ersten Fällen von letztem Jahr so, weil genau. Die halt in der Community da sind. Die Eltern, die mir jetzt bisher geschrieben haben, da war das nicht gegeben. Die waren einfach, es waren einfach Zuschauer, die mir geschrieben haben halt. Gell? Ah, okay. Und gab es denn schon auch Berichte über Kontakte und zur Schulmedizin, dass dann zum Beispiel der behandelnde Arzt mitgekriegt hat, da hat sich was verändert, aber das war nicht sein Verdienst? Das ist, nee, bisher noch nicht und das ist natürlich auch eine ganz schwierige Sache, weil ja. Das darf natürlich, da muss ganz vorsichtig vorgegangen werden, ganz vorsichtig, Arztgeheimnis hin oder her. Ne? Ich meine, die wollen, das ist ja auch, warum wird das in unserer Gesellschaft nicht gefördert, ne? Verdient ja keiner. Wir haben ja eine Also vielleicht, warte mal gerade, wo wir es gerade haben, verdient keiner dran, ich kriege kein Geld dafür. Ne? Also bitte, die Pilze sind völlig kostenfrei.
Ne, Aufwandsentschädigung oder nee, ich nenne das, ne, was auch immer, ja. Kann man natürlich gerne, ne, klar, meine Zeit ist auch nicht geschenkt, aber wenn es nicht, dann nicht und es ist nie, wird nie irgendwas verlangt, auf gar keinen Fall. Pilze dürfen nie auch nur ein bisschen verkauft werden. Das ist ganz wichtig, weil dann, das nimmt denen, und das ist jetzt ein bisschen Shanti, ja, Gelaber, Nein, 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 nein. Aber das nimmt denen die Heiligkeit. Ich Das finde ist das. überhaupt nicht. Es nimmt ihnen absolut die Heiligkeit, weil die kommen ja, ne, okay, und das gegen, ne, geht gar nicht so. Und Nein. deswegen, Ja, das ist, und finde ich, das ist sehr. aber konträr zu unserem System, ne? Das System muss ja verdienen dran. Und, Nein, nein. Es ist sehr wichtig, dass du das nochmal erwähnst und dass wir uns dessen immer wieder bewusst werden, dass es eben um wichtigere energetische Qualitäten geht, die man respektieren sollte. Und wenn der Verstand sagt, du spinnst ja so ein Quatsch, den mal quatschen zu lassen und die Intuition auch wertzuschätzen, ja, und auch zu sich das zugestehen, sich das erlauben, dass man das klar wahrnimmt und dann auch entsprechend handelt. Ja. Ja. Das ist, Also, schau, das ist ähnlich so wie du. Du hängst ja auch dein Herzblut rein, ne? Und erwartest ja auch erstmal nichts. ja. Nein, ich merke es ja auch bei dir, es geht ja um die, das ist eine Erkenntnis, die du erfahren hast und jetzt bildet sich das raus, dass es wirklich vielen Kindern helfen kann in der Entwicklung wieder. Und das wollten wir einfach nochmal thematisieren für die, die es noch nicht wissen und für diejenigen, die jetzt denken, um Gottes Willen, das haben wir schon gerade genug geklärt, das ist eine harmlose, zwar illegale Droge, aber bei den Kategorisierungen der Gefährlichkeit steht sie regelmäßig auf dem letzten Platz. Was nicht heißt, dass es keine Risiken gibt, um Gottes Willen. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt weg, ne? Was steht da? 2 Minuten, also entschuldige. 2 Minuten haben wir noch. Ja. Ich will mich vernünftig verabschieden dürfen. Ich, Bitte nötigt den Flo, dass wir nochmal sprechen können. Also ich übergebe dir jetzt die letzten 2 Minuten für ein ausführliches Schlusswort. Das ist gemein. Mit allem drum und dran. du bist gemein. Ich wollte, also mir ist wirklich, lass uns nochmal, in Englisch sagen die mal, let's wrap it up, ja? Genau. Lass uns nochmal zusammenfassen. Ja. Wir fördern nicht, dass ihr irgendetwas tut. Und wenn ihr aber Interesse habt, dann schreibt mir doch oder auch dem Florian einfach, dass ihr Interesse habt und ihr dürft gerne, ich sage jetzt mal meine Homepage, psilohuaska.com. Ja, psilohuaska.com. Schreibt mir da eine Nachricht, da gibt es so ein Formular, da muss man auch so ein Capture machen, damit, das ist ja auch, aber keine Ahnung, mein Kollege, der das gemacht hat, der hat das eingebaut, aber so, ja, was auch immer, schreibt mir bitte und gerne schon mit Einführungen und Erläuterungen und so, das lese nur ich. Also ich bin mir eigentlich recht sicher, dass nur ich das lese, das geht sofort auf meinen Proton-Mail-Account. Da habe ich bis jetzt noch nichts Gegenteiliges gehört, dass das nicht so gut und sicher ist. So, und dann antworte ich euch entweder direkt schon mit einer Einführung und Erklärung und Möglichkeiten und ja, schauen wir mal. Ja? Wichtig ist aber, dass egal, wo ihr jetzt gerade seid, ihr das schaut, ja, vertraut dem Leben. Alles, was passiert, ist richtig, so wie es passiert. Wir leben in einer Zeit, wo man sich fragt, sag mal, hat der eigentlich was geraucht, der da oben oder wer auch immer? Und was für eine Drogen nehmen die? Ne? Ja, aber Gott macht keine Fehler. Das Leben ist immer richtig. Ja? Und lass uns damit schließen. Namaste. Ne? Habt euch vertraut dem Herzen, vertraut Gott. Und der Quelle, dem Leben, der Liebe. Dankeschön. Das lasse ich so stehen. Ja. Danke, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss.